Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe bei BH Cosmetics bestellt und das wollte ich euch eben zeigen. So, das sind die Sachen, die ich habe. Die haben eine Aktion gehabt, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Wenn man bis zu 20 € was bestellt, bekommt man eine Palette dazu. Gratis. Eine Überraschungspalette und die zeige ich euch natürlich auch, weil ich bin total begeistert. Ich schreibe euch die Preise wie immer in die Infobox. Als allererstes habe ich mir ein Pinselset gekauft. Die Farbe ist mehr als Bam in your face. Ja, die ist sehr grell. Ich weiß nicht, ob es mein Fall ist. Es sind 14 Pinsel enthalten. Das Coole daran ist aber, dass 11 davon Augenpinsel sind. Und ich finde zumindest, ja, dass bei den meisten Pinselsets ganz viel fürs Gesicht dabei ist. Und das brauche ich eigentlich nicht wirklich. So, ich habe das jetzt mal aufgemacht. Das sieht dann so aus. Und man kann das hochklappen und dann seht ihr hier die Pinsel. Ich habe sie jetzt noch nicht gewaschen, ich habe sie noch nicht probiert, ich habe sie nur angeguckt. Die waren noch verpackt in so einzelnen Plastiktütchen quasi. Die habe ich entfernt, aber ansonsten habe ich noch nichts gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich zeige euch die Pinsel einfach mal alle, damit ihr wisst, was da so enthalten ist. Wir haben trotzdem noch drei Gesichtspinsel. Ich zeige euch erstmal, wie die so aussehen. Die haben eben so ein lila Schaft. Da steht eben BH Cosmetics, dann ist hier eben rosa und die Pinsel fürs Gesicht, die haben eben noch so eine Hülle und die sehen dann so aus. Schwarz mit lila. Das hier ist der Puderpinsel, glaube ich. Müsste der Puderpinsel sein. Die sind super weich. Ja, so groß ist das Teil. Und die haben eben, wie gesagt, noch so eine Schutzhülle. Dann haben wir hier den Blush Brush, der ist eben so ein bisschen abgeschrägt. Sieht genau gleich aus vom Design. Wenn ich mir den jetzt so angucke, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ein paar Haare stehen so ab. Wie viel hat das Set gekostet? Ich glaube knapp 13 €, war aber auch reduziert. Dann haben wir den Foundation Pinsel, der sieht so aus. Ich kann mit sowas eben meine Foundation gar nicht auftragen. Ich meine, da bist du ja irgendwie nach 3 Tagen noch dran. Ich habe eben immer den Puderpinsel. Ja, aber vielleicht probiere ich das mal aus. Ich finde die echt schick. So, und dann geht's schon los mit den Augenpinseln. Pinsel Nummer 1. Ich weiß gar nicht, ob ich euch dazu jetzt immer was sagen soll oder ob ich sie euch einfach nur zeige. Ich glaube, ich zeige sie euch jetzt einfach mal. Abgeschrägter noch. Und dann so ein runder. Also die sind alle super weich. Wenn man da jetzt dran riecht, riechen die auch nicht chemisch. Ich meine, ich werde sie trotzdem zuerst waschen, bevor ich sie benutze, aber man hat schon anderes erlebt, ne? Dann haben wir den hier noch. Dann so einen. Dann haben wir hier so einen Eyeliner, Augenbrauenpinsel. Den gibt es auch noch in eine Nummer kleiner. Dann gibt es diesen Mini. Und einen Lippenpinsel. Ja. Also ich muss sagen, ich bin absolut begeistert von der Anzahl der Pinsel. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht ausprobiert. Zeige es euch nochmal eine Übersicht. Ich habe gedacht, da ich auch noch ein paar andere Sachen bestellt habe, beziehungsweise noch eine Palette bestellt habe, könnten wir das einfach so machen, dass ich mal ein Make-up schminke mit den neuen Pinseln und wir gucken einfach mal, wie die sich so anstellen. Wenn ihr das wollt, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar, damit ich das weiß. Dann mache ich das natürlich. Ich finde die Hülle, Verpackung eigentlich recht praktisch, gerade wenn man so auf Reisen ist oder so. Wie gesagt, die Farbe finde ich etwas gewöhnungsbedürftig, aber naja, ne? Was soll's? Ist ja jetzt irgendwie kein, Entschuldigung, ist ja irgendwie kein Accessoire, was man täglich mit sich mitträgt. Aber ja, das ist das Pinselset. Dann hatte ich euch schon vor längerer Zeit mal von der Galaxy Chic Palette von BH Cosmetics erzählt. Und das gab ja dann ein bisschen Durcheinander mit meiner Bestellung und dann habe ich sie doch nicht bestellt, aber jetzt habe ich sie. Sie ist größer, als ich gedacht habe und ich zeige sie euch jetzt einfach mal. So sieht das Teil aus. Also wie ihr sehen könnt, die ist schon recht groß. Auf der Rückseite sieht sie so aus. Und jetzt mache ich sie auf. Die hat noch so ein Schutzteil hier oben. Ich klappe das jetzt einfach mal nach hinten. Und das ist die Palette. Und ich finde sie so schön. Und ja, das sind eben alles so die Namen der verschiedenen Planeten und so.
Ich hoffe, ihr könnt das jetzt gerade ganz gut hier sehen. Ich werde ihr euch natürlich gleich noch swatchen alle am Ende des Videos. Aber sie sehen so schön aus. Wie gesagt, sie sah im Internet immer kleiner aus. Ja, das ist sie. Ich habe sie auch noch nicht angefasst, weil ich wollte euch so das neue Teil einfach mal so präsentieren und die ersten Swatches mit euch zusammen machen. Das ist die Galaxy Chic Palette. Und dann gab es ja, wie gesagt, noch diese Gratis-Palette ab 20 Euro. Und eigentlich habe ich damit gerechnet, dass wir vielleicht so eine kleine Palette bekommen mit vier Farben drin oder so. Aber passt auf, was wir bekommen haben. Also es gab wohl zwei verschiedene. Ich habe die BH San Francisco bekommen. Die sieht so aus. Die kann man jetzt erstmal hier so rausschieben. Dann sieht sie so aus und dann können wir sie aufklappen. Okay, da ist noch so ein Schutzding drin. Ich mache das mal eben weg. Obwohl, nee, braucht man nicht unbedingt. So, ich habe die jetzt aufgeklappt. Und dann hat die auf beiden Seiten eben noch Farben. Einmal diese und einmal diese. Und allein da habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, wie süß, oder? Also ich finde die wirklich super süß gestaltet. Und man kann eben jetzt noch das in der Mitte hochklappen. Das ist so rum gar nicht so leicht. Dann hat man hier einen Spiegel. Ich nehme auch mal hier die Schutzfolie weg, damit ihr das einfach besser sehen könnt. Und wir haben hier noch so Blushes. Also, wir haben hier diese Lidschatten und dann noch die Blushes und Highlighter in der Mitte. Und oh mein Gott, oder? Also, mir fehlen wirklich die Worte. Ich finde es so toll. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so viel bekommen. Ich sage immer wir, weil ich habe bestellt und die Eileen auch und die Lisa auch. Also, Eileen Coco bei Instagram werde ich mir irgendwo hier verlinken und die Blueberry bei Instagram und YouTube werde ich auch hier verlinken. Zwei tolle Kanäle bzw. Profile, schaut euch mal an, wenn ihr möchtet. Ja, und die beiden haben das auch bekommen. Es gab wohl noch die Miami oder so. Die hat grellere Töne als die. Ich muss sagen, ich finde die schöner. Ja, das waren die Sachen, die ich bestellt habe. Und jetzt gibt es natürlich noch Swatches. So, und dann kommen wir wie versprochen zu den Swatches. Wir fangen mit der Galaxy Chic Palette an, weil ich so gespannt bin. Ja, oh, wie machen wir das denn jetzt? Dann komme ich einfach ein Stück näher. Wir fangen mit der ersten Reihe an. Mit diesen dreien hier. So, ich bin nur einmal reingegangen. Das ist Sun, Mercury und Saturn. Richtig tolle Farben. Oh mein Gott. Ich muss starren. Also, ich hoffe, ihr könnt die Farben richtig sehen. Ich werde jetzt einfach noch Fotos machen, damit ihr auf jeden Fall richtig schöne Bilder von den Swatches habt. Weiter geht es mit der zweiten Reihe. Oh Gott, das ist ganz schön schwierig. Dieser hier. Leute, ich bin da nur einmal reingegangen. Wahnsinn. Zur dritten Reihe, das ist die hier. Ich zeige euch mal, dass ich da wirklich nur 1, 2, 3 reingehe. Das sind diese Töne. Oh mein Gott, ich bin jetzt schon absolut begeistert von der Palette. Dann die nächste Reihe, das ist die hier. Dann kommt diese Reihe. Der Wahnsinn, wirklich der Wahnsinn. Und die letzte Reihe. Die so aussieht. Leute. Jetzt mal ehrlich, ist diese Palette nicht unglaublich schön? Ich weiß nicht, ich bin absolut begeistert. Also es sind alle schimmernde Töne und ich finde das so süß gestaltet. Guck mal hier die Erde zum Beispiel. Ja, und die Farbabgabe, der absolute Wahnsinn. Wie viel habe ich dafür gezahlt? Ich werde euch, wie gesagt, die Preise alle in die Infobox setzen, aber ich glaube, sie hat um die 15 Euro gekostet, war aber auch reduziert. Das heißt, normal kostet sie, glaube ich, 19. Also die Galaxy Chic. Oh mein Gott. Ihr solltet jetzt auch die ganzen Swatches gesehen haben, hoffentlich. Ja,
Ich bin begeistert. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. So, kommen wir nun zur San Francisco Palette. Wie swatche ich die denn am besten? Also, vielleicht machen wir erstmal diese dunkleren Töne. Wir machen 4-4. Also was mir jetzt auf den ersten Blick auffällt, ich mache jetzt gerade meine Finger hier sauber, die ist nicht ganz so gut pigmentiert wie die, wie heißt die, Galaxy Chic Palette. Aber erstens, die war umsonst und zweitens habe ich jetzt auch keine Base verwendet. Das muss man auch immer bedenken. So, ich mache die anderen vier noch. Okay, und die Farben sind eindeutig besser pigmentiert. Kommen wir nun zu den helleren Farben. Ich werde auch wieder 4-4 machen. Also genau diese beiden Farben, die eben so hell sind. Ich weiß nicht, ich glaube, die wären mir zu hell. Aber an sich finde ich sie ganz schön. Ich bin jetzt auch nur einmal rein und bei diesen kleinen Fännchen ist das auch ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Dann noch schnell die vier da drunter. Das sind diese vier. Und dann kommen wir noch zu dem, was in der Mitte ist. Zu diesen vier Farben. Und die sind wiederum super pigmentiert eigentlich, wenn ihr euch das mal anguckt. Ja, das war meine Bestellung bei BH Cosmetics und bis jetzt bin ich absolut begeistert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bald wird es ein First Impressions Video dazu geben. Bis dahin sage ich einfach mal bis bald und vielen Dank fürs Zugucken. Tschüss!